It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute weiter mit einem neuen Kapitel in der Pro Clubs Saga. Ja, heute werden wir Pro Clubs wieder spielen, beziehungsweise ihr werdet heute wieder Pro Clubs sehen mit den normalen Charakteren, wie immer mit mir, mit Luca, mit Simon und natürlich auch mit Nico. Ich habe mir für dieses Jahr Pro Clubs mal was überlegt. Ich werde mehrere Pro Clubs Charaktere erstellen. In diesem Video werdet ihr sehen, dass ich ein Mädel bin, also ein Mädchen spielen werde, eine Frau spielen werde, wie ihr es sagen wollt, in dem Fall nicht wundern, das wird sich dieses Jahr auch ein bisschen ändern, immer wieder zwischendrin, deswegen, ich habe mir sowas ausgedacht, dass man das halt ein bisschen zwischendurch ändert. Sonst bleibt eigentlich alles wie bei den alten Folgen. Also die anderen drei haben ihre Standardcharaktere. Ich probiere mich ein bisschen aus dieses Jahr. Habe es ja eh letztes Jahr schon gesagt, dass ich dieses Jahr FIFA 23 eher bei Frauen probiere, weil Frauen angeblich immer noch OPer sind. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Im Hintergrund seht ihr erstmal nichts, logischerweise, da ich jetzt nichts spoilern möchte, außer dass ihr oben schon meine Gesamtstärke seht, denn ich nehme das ein bisschen später auf als unsere erste Folge. Deswegen nicht verwundern, ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge und wir hören uns gleich wieder. Das war wirklich so gut, was wir gespielt haben. Aber ja, das war gut. Oh, ich habe 20 Skillpunkte. Ich habe die gerade alle verballert. Ich hab's nicht gemacht. Ich hatte 22, weil ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas... Ja, wer sind wir? Herr Tana, was wollen wir? Stabilität und Erfolg, was machen wir? Verkackt. Richtig. Das hab ich auch gesehen. Bei Bums. Du kannst mir sagen, was du willst, Junge. Bobic wirklich in zwei Saisons kompletter Trümmerbruch, Alter. Das war so der Rest. Bobic hat uns den Rest gegeben, so wirklich so. Einfach so, wir standen schon tief. Boom. Erfolg, was tun wir? So, ich hoffe, Frauen sind immer noch OP wie letztes Jahr. Bitte lass die OP sein. Hier bin ich! Guck mal, wie klein ich für den Gegensatz zu Simon. Ich bin ein Biest. Oh. Was, wer ist denn Lenzi, Alter? Das Lenzi. Ist ein Vorname. Lenzi. Lenzi. Prost, Lenzi. Lenzi. Ich sag das extra falsch. Natürlich. Hab ich doch gesagt, ich hab's mir. Wie klein ist die, Alter? 1,65. Hallo? Kulturelle Aneignung. Ich sage nein zu Rassel, ich sage nein zu Alkohol, ich sage ja zu Alkohol und Tor. Alter, dieser Powerschuss, ich vergesse immer das Ding. Nee, also jetzt, also wirklich nicht, jetzt zeigen die Wolfsburg gegen Gladbach. Wolfsburg gegen Gladbach. Ich bin Randall. Ja. In Gedanken war ich Randall. Ja. War ein Superpass. Ah, sehr schön. Nee. Ich weiß nicht, wie du ruderst, aber vorwärts kommst du damit nicht. Genau. Vorwärts kommst du damit nicht. Ach, nee, komm ich nicht ran, bin ich zu klein. Oh, weiß ich jetzt nicht. Also, breit. Ich bin noch da, Jungs. Ich hab's alles okay. Jetzt! Oh mein Gott. Alter, waren zwei Leute frei. Jungs, ich hab nicht geduscht und ich bin nicht warm. Ja, es ist. Ich hasse diese Freistöße so krass. Ich werde einfach reinfallen. Ja, ist wunderbare Flanke. Schieß! Der Torwart! In die Mitte! Oh. Ach, der war nicht mal gehalten, der war einfach scheiße. Das war die Frau. Was? Du bist so klein. Schlau im Leben. Einfach als Frau machen. Da kann man immer was sagen. Normal. Mit einem Typ bei der reingegangen, weiß ich jetzt nicht. Simon, also. Simon macht das immer auf, was?
musst dir die wieder was anhören. Ist ihr Hauptgebiet gewesen. Ah, der ist drin. Nein. Der Torfrau? Torfrau? Wir haben hier eine Torfrau. Wir haben hier eine Torfrau. Aber sei froh, besser immer noch als Finn und Konsorten. Digga, die hatten Torhüter, der war bodenlos. Oh, schick. Schick, 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 schick. Weil ich ein Weltklasse-Spieler bin. Das war ein Traumpass. Och nein. Mach die doch beim Football, ey. Natürlich, den Greedy. Das ist der sogenannte Greedy. Ach, Jungs, der kommt. Der kommt rein. Oh Gott. Der fliegt, der ist drin. Pass mal, ich geh auf den Abroller. Hau einfach rein, hau einfach rein, hau so rein. Wo? Okay. Am zweiten. Ab X gedrückt. Junge, ich hatte letztens bei Insta so ein komisches Ding, das war so ein Aufblaskissen, wo du deinen Controller reinmachst. Ja, hatte ich auch. Hatte ich auch. Das brauche ich, Alter. Das brauchen ganz viele, glaube ich, aus der FIFA-Community. Ich weiß gar nicht, wo man sich positioniert, Alter. Der kommt richtig krass. Guck mal, dir an. Olle! Oh! Der Torhüter! Vorwärter noch. Tschüss, was ist das letzte Abstoß? Einfach picket und. Der Pass war doch super geöffnet. Was war das? Ja, kriegst du wieder! Schieß! Praktisch. Was ist das? Oh mein Gott, der Tor! Nein! Junge, die Torhüter sind ja komplett los. Oh, die rennt durch, die rennt durch, die rennt durch! Ist das schön! Ich bin der Beste! Oh mein Gott! Diesen Superkeeper, hast du gerade gesehen? Gute Ecke! Er! Der rennt mit! Hau ihn weg! Sag mein Dude schon wieder, der hat gar keine Energie mehr. Ich hab's noch nicht gesehen. Schieß! Digga, was war das denn? Nein! Das war ein Schuss! Das wäre gerade nicht 2 von 0 gewesen. Oh, jetzt zeigen die Bremen. Und jetzt Simon! Und jetzt Simon! Jawohl! Also ich werde ja sagen, jetzt haben schon wieder alle ein Tor außer Luca. Ja, aber ich laufe die Räume. Dieses Jahr im FIFA, ich habe 5-1 gegen Gegner gewonnen, habe eine Niederlage kassiert. Ist das schön. Sie sagen gerade einen Superkeeper und einen Superstürmer. Kann man nicht halten. Ich weiß nicht, was man da sagen soll. Was ist gerade passiert? Das TikTok ist schon mal geklärt für die Folge. Super. Danke an Simon für das TikTok. Super. Oh mein Gott. Bob, sein Vater. Wo rennt der denn? Wenn der jetzt reingeht. Oh mein Gott. Vor allem ich stehe links, das Tor ist komplett blank, es ist trotzdem noch, man könnte trotzdem, Lupfer ist gut. Hier spielt auf mich. Bitte lösch dich. Bitte lösch dich einfach. Junge, ich hab 2 Tore gemacht, du dumme Sau. Du dummes. Boah, was ein Trick. Spiel bitte auf mich, ich will Tor machen. Hier! Ja. Ich bin frei! Oh mein Gott, das ist besser, konnte ich jetzt auch nicht spielen! Ja, da köpft ohne Chance auf den Ball. Spiel auf mich! Oh, Hallo! Oh. Spiel doch auf mich! Ja, du bist so ein Ego! Du bist so. Ich werde dir nie wieder irgendwas spielen! Ja, bitte pass! Ey, ich sehe jetzt schon, das nächste Spiel wird bockschwer einfach. Das ist die größten Lust. Das ist. Bitte leg doch nur ein. Ey, lass die mal. Die haben ja schon ein Tor, dann lass sie kein Tor mal. Ja, komm, spiel, lass sie auch einen Keeper spielen. Ich will was. Oh, ne! Kein Torschuss, ne? Flex. Oh, guck mal, der hat ein Tattoo, was man sieht, am Hals. Jason RB, Red Bull. Ja, wer auch immer das eingestellt hat, dass ich die mache. Bitte, Simon!
Er hat jetzt schon 4 Tore und einfach mal 3 ins Leere. Ich kann nicht mehr. Es ist ja. Der Schuss war auch wieder so kacke. Ich schwöre, der ist ins Tor gehoppelt. Der hätte ihn locker von der Linie krass. Jetzt kommt allein dein Keeper. Lass ihn, los! Oh mein Gott. Spiel, ich bin doch da. Halt weiter. Der hatte seine Chance, meine Flanke war super. Ja, jetzt ist er da, ja. Da bin ich. Wo ist der Depp? Ich brauche den Depp. Und Rückenprobleme direkt. Ich brauche den Depp. So. Oh Gott, Junge, da kann ich nur die Tore reinsteigen. Also wirklich sehr unfassbar. Junge, hier sind 10 Tore gefallen, was ist das? Aber ich habe noch nicht mal Doppelpack, was ist das? Jungs, also ich mein's ernst, wir müssen mehr zusammenspielen. Ey, die Haare sind Welt, wirklich, die Haare sind Welt. Das erinnert mich an John Turgarinha, wirklich. Digga, ist die hässlich. Wer ist hässlich? Du. Das ist einfach, das ist eine Mickey Maus. Nico ist eine Mickey Maus. Die schwarze Mickey Maus. Basketball. War das schwer. Oh, Simon, ganz starkes Spiel, wirklich. Oh, guck dir gerade das an. Wahnsinn. Ist das eine Frechheit. Weil ich der Beste bin. Für was hat Luca eine 8? Ach, der hat so viele Vorlagen. Tschüss. Guck euch die Vorlagen ganz genau an. Irgendwie erinnert mich diese. Kennst du das Lied, Joel? Ja, natürlich. Ich hasse dieses Lied. Also wie kann man das Lied ernsthaft hören? Ich weiß nicht warum, Junge. Ich meine, ja, der Leierkastenmann ist gefühlt nur in Berlin. Aber warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht. Ich wusste es letzte Saison, wo ich doch Dauerkarte hatte, ich musste es jedes fucking Spiel ertragen. Also außer, wo keine Zuschauer da waren, ne? Aber sonst jedes Scheißspiel. Warum? Hitler hatte sein Habichte, ja. Keine Hunde, der hat die Habichte vergiftet. Ja. Und dann Eva Braun. Noch den Hund. Habicht. Brownie. Meine Freunde. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Ja. Muss auch mal direkt denken. Hätte aber schwer. Yo, was hat der Kleber? Wunderbar. Diese Haare. Mein Gott, los. Imagine, das ist dein Onkel oder so. Steht da noch Frei. Alexander Frei. Oh nein. Oh Gott. Also rechts unten. Rechts unten wäre alles offen wie Scheunentor. Ist jetzt nicht rechts unten? Ja, ist auch irgendwo rechts unten. Ja klar, wenn ich das Spielfeld drehe, dann ist es rechts unten, dann ist es rechts unten. Nee, ist rechts. Abseits. Ja, ganz knapp. Der Beweis ging ja heute einfach nicht, der konnte sich das nicht nochmal angucken. Was? Chiri? Weiß ich nicht, Frauenrecht und so! Warum braucht er so lang? Jetzt stürzt mal ab. Jetzt ist es soweit. Wenn du schickst, bin ich frei durch. Ja. Gute Idee. Spielmaße. Wird überbewertet, weiß ich nicht, was ihr wollt. Oh mein Gott, wie seid ihr auf den 3? Die Spielfeldmaße. Das Spielfeld war zu nicht breit genug. Aua! Ich bin frei, guck mal her. Mein Gott, Mann. Ja, immer auf die Ballannahmen schieben, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich bin noch frei. Ja, also, es war auch die Ballannahme. Er hat schon gelb und geht so rein. Dankeschön. Ganz links. Oh mein Gott, wozu laufe ich überhaupt? Hallo? Lenxi. 11 Meter, ich hab einen Penalty rausgeholt. Ey, Mann. Oh, nein. Rechts unten. Oh, nein. Oben links unten. Ja, was hab ich gesagt? Rechts unten, Mann! Ich seh den Boden.
Weiß ich nicht. Ist gesprungen. Vorteil zum letzten Jahr. Und das ist es. Und das ist es. Oh. Ich habe auch kein Glück gerade. Oh nein. Ach du Scheiße. Das sind 3 Punkte. Ich mach den Robben. Nein, 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 nein. Jetzt kommt ein Schuss. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Egal. Spiel. Oh nein. Oh nee, das war der Todespass. Nein. Oh, das war gar nicht schlecht. Ja. Oh Gott. Und direkt Fallrückzieher. Ich wusste, dass es kommt. Also eigentlich hatte jeder jetzt schon eine hundertprozentige, ne? Jeder. Das stimmt, ja gut, aber bei dir wäre er eh nicht drin. Ich lauf. Simon ist frei. Simon. Oh, jetzt, Luca. Paul? Ja, ja, ich bin nicht im Abseits. Ja, mit Bande spielen. Zweite Punkte. Weiß ich nicht. Das ist kein Sinn, das ist kein Sinn. Komm, hab ich auch nur 6. 10 Milliarden mehr Tore als du. Digga, du hast gerade 4-mal aufs leere Tor gebracht. Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, er hat einmal war der Torwart am Tor, aber das war halt auch. Ich kann auch nicht zählen, dass da das ein Tor. Das kann man auch nicht Torwart nennen, was das war. Doch. Hätte ich auch nicht einen Stuhl ins Tor stellen. Hätte er Schweinefleisch gegessen, wäre das nicht passiert. Ja. Ball halten, sehe ich mich jetzt. Nee, ich will Tor machen. Also, na dann. Ja, aber Simon! Ich bin hier! Jetzt! Den krieg ich! Digga, wir haben gewonnen, Jungs! 1-0 für die Statistik. Fragt hinterher ja keiner mehr was, wie es war. Was war das denn, Luca? Wenn ich aufs Tor schieße, kann ich zurück. Ich fand so gut, dass Simon da einfach perfekt stand und sein Bros sich so gedacht hat, nee, nee, muss ich nicht haben. Der ist einfach weggelaufen. Fuentes ist gerade unser bester Mann, ne? Ist der Weltspieler. Ist schon Weltspieler gewesen, muss man auch mal sagen, ganz ehrlich. Junge! Er ist Zweikampf-Champion. Also ich hatte 6,2, weil ich immer auf Simon gespielt habe.